So, ihr Lieben, nochmal eine letzte Einheit zu dem Thema Umgang mit unseren Worten. Wie können wir unsere Worte einsetzen, sodass sie Gewinn bringen für uns selbst, aber auch vor allen Dingen für den, der es hört. Und wir haben ein bisschen über die Macht der Worte nachgedacht und dass wir es wirklich in der Gewalt unserer Zunge haben, ob wir Leben spenden wollen oder eher mehr den Tod bringen, indem wir negativ reden, indem wir über andere negativ reden und so weiter und so fort. Will ich nicht alles wiederholen. Ich denke, ihr habt das alles mitgekriegt. Es gibt eine Geschichte, die der ein oder andere vielleicht schon mal gehört hat von diesem weisen alten Mann, eine griechische Sage. Der lebt in einem Dorf und über ihn wurde ganz, ganz viel negativ geredet. Unter anderem ein Nachbar von diesem weisen Mann. Er erzählte so viel Schlechtes über den Alten und verrückte Dinge und Lügen und einfach verbreitete ganz viel Negatives. Und irgendwann sah dieser Nachbar das ein und hat sich bei dem weisen Mann entschuldigt. Das ist ja schon eine ganze Menge. Und hat gesagt, kann ich das irgendwie wieder gut machen, was ich da erzählt habe? Ich möchte nicht mehr negativ über Sie erzählen. Und der alte Mann sagte, ja, Sie können das gut machen, beziehungsweise Sie können etwas tun. Schlachten Sie, gehen Sie nach Hause, schlachten Sie ein Huhn. Und kommen Sie dann mit diesem Huhn zu mir zurück. Und wenn Sie auf dem Weg zu mir sind, rupfen Sie dieses Huhn. Und lassen Sie eine Feder fallen, mit jedem Schritt, eine Feder links, eine Feder rechts. Und dann begeben Sie sich auf den Weg zu mir. Es waren ungefähr so 500 Meter. Tja, hat der Nachbar gedacht, der ist wahrscheinlich doch verrückt, aber ich habe ja versprochen, dass ich mich bessern werde. Und so hat er dann letzten Endes seinen Huhn geschlachtet und kam mit diesem halbgerupften Gockel dann zu dem weisen Mann und sagt, so, was mache ich jetzt? Und hat er gesagt, gehen Sie jetzt nach Hause und sammeln Sie die Federn wieder unterwegs ein. Und der Mann sagte, hey, das geht überhaupt nicht. Sie haben gemerkt, da draußen ist einiges an Wind. Ich kriege überhaupt nichts mehr an Federn. Die sind in alle Winde verstreut. Und dann sagte dieser weise Mann, genauso ist es mit den Worten. Das, was Sie über mich erzählt haben im Dorf und wo auch immer, es ist verstreut in alle Winde. Kaufleute haben es mitgenommen und so weiter und so fort. Sie können das nicht zurückholen. Und diese Geschichte, die zeigt mir immer wieder, dass wir wirklich Macht haben, aber unsere Worte wirklich gut einsetzen müssen. Wir können es nicht zurückholen. Und in der heutigen Zeit noch viel weniger. Was einmal geschrieben worden ist, was ins Netz gestellt worden ist, was über andere Leute gesagt worden ist in irgendeinem Vortrag, in irgendeiner Predigt. Oder. Wir können diese ganzen Sachen nicht zurückholen. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich lerne, meine Worte recht einzusetzen. Und dass ich sie in einem guten gebrauche. Und deshalb möchte ich diese Einheit schließen mit einem Vers. Paulus hat einiges den Leuten damals gesagt. Auch damals gab es Probleme mit Vielrednern und mit Schlechtreden. Und er schreibt an einer Stelle Epheser 4, Vers 29. Und das ist so ein Ratschlag, den ich dir ganz persönlich geben möchte, der mir aber genauso gilt. Über deine Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das dem, der es braucht, stärkt und dem, der es hört, Nutzen bringt. Über deine Lippen komme kein böses Wort. Hohes Gut, das wirst du nicht jeden Tag schaffen, ich auch nicht. Aber es ist gut, sich das vorzunehmen und zu sagen, ich möchte das wirklich abbauen, Schritt für Schritt. Und ich möchte meine Worte gebrauchen dem, der es braucht, also der eine Ermutigung braucht, der eine Stärkung braucht, der ein tröstendes Wort braucht, dem möchte ich Dinge zusprechen, das, was er braucht. Und der, der meine Worte hört, dem soll es Nutzen bringen. Der soll was davon lernen, der soll sich daran erfreuen. Wir haben heute in der Gemeindeleitung eine Zeit gehabt, wo wir uns positive Dinge gesagt haben, ein oder zwei Sachen, was schätze ich an dem anderen. Und dann haben wir das drumherum ausgetauscht. Und jeder hat so mindestens zwei Dinge gesagt über den anderen, was er schätzt. Hey, das war eine Runde von ungefähr vielleicht 5 Minuten, 8 Minuten. Aber es hat so gut getan. Wirklich dem anderen das zu sagen, was man an dem schätzt, was man braucht, dann hört man das. Man muss es natürlich auch annehmen lernen. Aber es ist so eine gute Zeit. Und es tut so gut für den,
der sich Gedanken macht, was er an Hilfreichem sagt, und der, der es empfängt. Und wenn wir das lernen, ihr Lieben, dann herrschen wir auch über diesen Bereich und wir kommen immer mehr in eine Position, wo wir nicht mehr von unserem negativen Reden und Denken beherrscht werden, sondern wo wir Worte einsetzen zum Guten. Und ich wünsche dir so wirklich von Herzen, dass du ein Segensträger wirst, dass du jemand wirst, wo man wirklich, mit dem man sich gerne unterhält, weil man einfach merkt, es ist so wie ein Lagerfeuer, an dem man sitzt, wo man sich wärmen kann, wo man miteinander Spaß hat, wo man auch diskutieren kann, wo man auch weiterkommt. All diese Dinge. Aber es ist so eine wärmende Atmosphäre. Das wünsche ich dir und ich hoffe, dass so die paar Einheiten über die Worte, die ich auch immer wieder wiederholt habe, dir geholfen haben, dein Reden gut einzusetzen. Gott segne dich und wir sehen uns wieder am Freitag.